Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo auf meinem Kanal All About Classic Shaving. Es ist wieder Sonntag und ich habe wie immer tolle neue Produkte mitgebracht. Was gibt es denn heute für Produkte? Also heute gibt es Rasierseife, die eigentlich keine, oder steht zumindest nicht drauf, keine Rasierseife fürs Gesicht. Also steht drauf Shaving Stick, Body Shaving Stick. Aber ich hatte den schon in vielen Videos gesehen, habe den noch nie gehabt und wollte den testen. Jetzt bin ich an so einem Stick vorbeigekommen, genau genommen an zwei Sticks, musste ich einfach mal zuschlagen. Finde die Seife toll, also habe sie schon getestet, jetzt ist sie hier im Video. Um was geht's denn heute? Von Nivea. Nivea Man Body Shaving Anti-Irritation Shaving Stick. Steht sogar drauf New. Naja, New. Ich habe den aus dem Internet, ich meine, ich habe den von Amazon.de. Ich weiß gar nicht, ob es den noch in regionalen Läden gibt. Finde ich eigentlich schade. Also hat einen ganz tollen Geruch. Ist auch total ergiebig, aber irgendwie vermutlich nur online zu bekommen oder bei uns nur online zu bekommen. Was ist das für ein Ding? Hier hinten steht es drauf. Es sind 75 ml drin. Also ich sag mal mittlere Größe. In so einem Tiegel sind ja meistens 150 ml drin. Wie funktioniert das? Oben einmal aufschrauben und dann ist die Seife drin. Man kann unten drehen wie an einem Deo-Stick und dann kommt oben die Rasierseife raus. Hier ist so eine Kappe, die man oben drauf schrauben kann. Wie ihr vielleicht seht, ich habe ihn schon mal benutzt. Das ist eine ganz tolle Seife. Der Geruch ist mild, aber überhaupt nicht Nivea. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen typischen Nivea-Geruch in der Nase. Also diese blaue Nivea-Creme, wo, glaube ich, sich jeder schon mal mit eingecremt hat oder wurde eingecremt als Kind. Das ist hier überhaupt nicht der Geruch. Also ich hätte gedacht, das wäre der. Ich weiß gar nicht so genau, nach was es riecht. Das ist ein milder Geruch, riecht seifig, cremig, aber nach irgendwas, was ich noch nicht gerochen habe. Aber es ist ein guter Geruch. Und also eigentlich, der ist für den Körper, damit kann man sich, also zumindest Body Shaving Stick, Brust, was weiß ich, was man sich damit alles rasieren kann. Ich werde den natürlich, im Gesicht funktioniert der genauso, ich werde ihn heute im Gesicht verwenden. Also, was gibt's heute? Die Nivea Man Body Shaving Stick Anti-Irritation. Schraube ich gar nicht zu, den stelle ich mal direkt hier hin. Was gibt es denn sonst noch? Ich bleibe gerade mal in der oberen Reihe, wo ich auch nochmal wieder Lust drauf hatte. Hier von Davidoff Cool Water, das Aftershave. Davidoff Cool Water, das ist schon so seit meiner Jugend. Also ich fand Cool Water schon immer cool. Ich finde ja coole Produkte toll und Cool Water, also es riecht wirklich toll. Und da habe ich auch, das ist hier meine Standard Range drin. Da sind so zwei, drei Rasierwasser drin und das hier finde ich super. Ja, das beamt mich direkt zurück in meine Jugend, aber ich nehme das heute auch noch wirklich gern, habe es auch, wie gesagt, immer daheim, auch das Parfüm davon und was es alles gibt, den Deo-Stick. Ich glaube, ich habe alles. Also heute gibt es auch nur Aftershave. Was habe ich sonst noch? Der Pinsel, mit dem das Ganze aufgeschlagen wird, weil er auch hier oben steht. Das ist ein Rockwell-Pinsel, ein kleiner synthetischer Pinsel. Der ist aber super. Also wie gesagt, ich werde auch zunehmend Synthi-Fan. Der ist ganz soft oben an der Spitze, hat aber ein schönes Feedback, also Backbone. Also der fühlt sich ganz toll an. Ist mir allerdings fast ein bisschen zu kurz. Ich habe den Titel da unten nur stehen, zum Pinsel reinstellen oder vielleicht mal nachschäumen, aber sonst wird direkt im Gesicht aufgeschäumt. Was wollte ich damit sagen? Ich nehme gerade mal meinen Erbetitel. Wenn ich den hochnehme und der Pinsel ist drin, dann verschwindet der, also man rührt mit der Hand im Titel rum. Das finde ich nicht so optimal, aber da das heute eine reine Gesichtsaufschäumung wird und der Pinsel eine tolle Performance hat, liegt toll in der Hand, läuft hier hinten so ein bisschen schmal zu. Der wird heute kommen, also heute der Rockwell-Pinsel, der war bei der Bestellung, das war so ein Set von meinem Rockwell 6S, war der mit dabei. So, es wird denn heute kommen? Heute wieder Edwin Jagger, mittlerweile fast, muss ich sagen, neben dem Rockwell 6S, mein Lieblingshobel, also Rockwell 6S und der hier ist für mich aggressiver, fühlt sich direkter an wie der Rockwell 6S, aber der hier, das ist der Edwin Jagger 316, der ist auch wirklich geil, also der ist super toll gearbeitet. Schon mehrfach gesagt, ein kreuzgerändeltes Griffstück, unten steht drauf, England Sheffield, da kommt er her. Oben ein ganz toller Kopf, ganz wertig verarbeitet, keine Ecken, keine Kanten, also Edwin Jagger 316, der wird heute kommen. Was ist denn da drin? Die haben ja schon lange hier liegen. Einer, auf der Rückseite steht es, Rapierer, eine Rapierer-Blade-Klinge. Vorne, das heißt bestimmt Rapierer. Deswegen habe ich es hinten gezeigt, wo es draufsteht. Ich habe ja auch schon berichtet, ich habe ja so ein Klingensample, da wo die ganzen Rasierklingen drin sind, die ich testen möchte. Die sind so in kleinen Tütchen drin, da sind aber bestimmt 50 Klingen drin. Also immer noch 50 Klingen, wenn es reicht. Und noch ganz viele andere. Und die war jetzt einfach oben drauf und fand, die hat farblich so ein bisschen auch dazu gepasst, war oben drauf. Die kommt heute. Wie sie ist,
Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. So. Also mein Bart, ich glaube, ein, zwei Tage gewachsen. Der kommt heute runter. Einmal das Gesicht anfeuchten, dann geht's los. Also starten wir. Einmal mit der Hand, mit der nassen Hand durchs Barthaar, das reicht schon absolut. Heute gibt es kein Witch Hazel, kein Balsam, heute gibt es wirklich schon die Seife, drei Durchgänge und dann das Aftershave hinterher. Wollte ich schon mal direkt vorab schicken. So, der Nivea Men Body Shaving Stick. Das Barthaar ist nass, trägt automatisch die Seife, aber ich werde jetzt einfach nur den Stick auf dem Barthaar reiben. Seht ihr, wie super die abgeht? Das ist wirklich toll, die Seife. Das reicht schon absolut. So, der Stick ist ein bisschen eingesaut, aber den spüle ich dann einfach ab und dann ist das wieder gut. So. Den Pinsel einmal kurz anfeuchten. Ein synthetischer Pinsel. Was habe ich gemacht? Ich habe den einmal so, also hier oben war der Wasserstrahl, einmal so hier drunter gedreht, dann habe ich noch einmal richtig gepinselt, durchweichen lassen, dann wird der ausgeschüttelt und jetzt ist hier ein bisschen Feuchtigkeit drin, jetzt wird direkt im Gesicht aufgeschäumt. Los geht's. Ein bisschen wenig Feuchtigkeit. Wie geht's euch? Wie ist die Lage? Alles gut? Ich hoffe doch, ich hoffe. Wir haben ja gerade Urlaub, also ich bin schon in der zweiten Urlaubswoche. Ich hatte letzte Woche Urlaub, diese Woche und die Woche drauf habe ich auch noch Urlaub. Diese Woche waren wir ja schon ein paar Tage weg. Also wir haben heute Mittwoch, auch wenn das Video erst am Sonntag kommt. Jetzt bin ich noch ein paar Tage auch wieder im Urlaub, also von Donnerstag bis Samstag. Deswegen wird heute schon mal das Video gemacht, damit am Sonntag ein Video kommt. Und dann die letzte Urlaubswoche sind wir eigentlich nur zu Hause. Also insofern, da steht im Sonntagsvideo auch nichts im Weg. Nur so als kurzer Einschub. Also wie ihr hier schon seht, ein absolut fantastischer Schaum. Total dick, total reichend, schön so 1-2 mm auf der Haut. Eine ganz tolle Seife. Ich bin begeistert von dem Nivea Shaving Stick. Ich habe zum Glück gleich zwei. Insofern, die werden ja nicht schlecht. So, einmal den Edwin Jagger 316, einmal da mit der Rapiererklinge, einmal unter warmem Wasser, feuchte ich die mal an und dann erster Durchgang. Los geht's mit dem Strich. Relativ direkt. Man merkt deutlich den Schnitt. Okay, die Klinge, die kommt mir, ist jetzt das falsche Wort, aber fast so ein bisschen stumpf vor. Also nicht stumpf, aber man merkt den Schnitt relativ ruppig. Das fühlt sich für mich fast ein bisschen so an, wie so ein Rasierer, der so in den letzten Zügen ist. Also man kann sich damit rasieren, aber... Also die Rapierer, Gucken, ob die sich noch eingroovt. Das ist manchmal so.
So. Also die Seife ist wirklich toll, die klitscht toll, die fühlt sich ganz mild, ganz sanft auf der Haut an. Also ich kann das gar nicht verstehen. Vielleicht gibt's, das frage ich mich, also ich will gerade sagen, vielleicht gibt es keinen Markt für sowas mehr. Also das ist ja schon klar, diese klassischen Produkte, das Nischenprodukte. Also ich glaube, der Markt oder der generelle Kunde, was will er haben? So ein Fünf-Klingen-Rasierer, ganz klar. Wenn es geht, das neueste Modell und irgendeinen teuren Rasiergel und Schaum. Damit verdienen die ja auch, egal welche Hersteller, am meisten Geld. Aber ich finde es halt schade, dass gerade sowas, was wirklich eine tolle Performance hat, der Stick auch hier wieder, das ist hier absolut ergiebig, wenn man sich das vorstellt. Ich kann es leider nicht testen, weil ich so viel andere Sachen testen will, aber hier würde ich gerne mal testen, wie lange der denn hält, wenn man sich den Stick jetzt kauft und nur mit dem täglich oder alle 2 Tage rasiert. Ich behaupte mal ein Jahr oder ich weiß nicht, oder ein halbes Jahr oder 2 Jahre, keine Ahnung, aber auf alle Fälle ewig. Und wenn man dann denkt, das Ding kostet 5 Euro, also viel ergiebiger und günstiger geht es ja auch nicht. Und hier ist auch nur so eine kleine Plastikkappe drum, klar Plastik, aber ich sage jetzt mal, wenn du alle 3 Wochen dir so eine Dose kaufst, das ist ja auch nicht umweltschonend. Also insofern, naja, aber so ist es. Ja, ich habe zumindest so ein Ding, ich habe 2. So, einmal das Gesicht abwaschen, dann kommt der 2. Durchgang. Die Haut fühlt sich toll an. Ja, jetzt tue ich einmal noch kurz ein bisschen den Schaum hier aktivieren im Tiegel, oder dass der richtig cremig wird. Hier nochmal zum Thema Ergiebigkeit. Überlegt euch das mal. Das ist hier so ein ganz kleines bisschen im Barthaar gerieben. Da kriege ich 3 Durchgänge mit hin, kann immer wieder nachseifen. Das ist doch wirklich viel ergiebiger, wie als wieder so eine Dose nehmen und als nochmal hinterher sprühen und schäumen. Ihr merkt, ich bin überzeugt von den klassischen Produkten. Wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Und ich habe so einen Kanal. So. Zweiter Durchgang quer zum Strich, bei mir von der Nase zum Ohr. Das ist mir die bessere Wuchsrichtung bei mir. Klingt es vielleicht nicht mehr ganz so bissig wie am Anfang, aber schön ist es nicht. Aber hört ihr diese Schaben? Finde ich ja toll. Hört man auch richtig, dass was runtergeht. So, einmal die Konturen, jetzt muss ich kurz nach vorne gucken. Ach, aber die sehen schon gut aus. Ich will nicht wieder zu Tode operieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so ein Bart korrigiert wird. Hier ein Stück, da ein Stück, und am Ende ist keiner mehr da. Also insofern, das passt. So, jetzt feuchte ich wieder einmal kurz das Gesicht an, mache das weg und dann der letzte Durchgang.
einmal wieder. Perfekt. So, also was ich berichtet habe, wie ihr seht, absolut genug Schaum für drei Durchgänge. Was ich auch hier sagen muss, die Haut, also hier auf dem Stick steht ja auch drauf, hier Anti-Irritation und ein Stück weit, also mal schauen, wie es jetzt gleich aussieht, aber auch jetzt schon, die Haut fühlt sich total feucht, sanft an. Ich habe keine Schnittverletzungen, keine Rötungen, also bis jetzt. Ich bin wirklich schwer begeistert, wie immer auch hier von den Inhaltsstoffen, da kann ich nichts berichten. Also da muss ich tue immer nur von meinen ganz persönlichen Erfahrungen berichten, von dem Produkt, was drin ist, ob das jemand will, was es kostet, ob es zu viel, zu wenig ist, auch was ich schon gefragt hatte, muss man so viel für das und das ausgeben oder ist so wenig okay, das muss jeder selber wissen. Also ob eine Seife jetzt 1 Euro oder 100 Euro kostet, das ist bei dem Rubel genauso. Es gibt einen Rubel für 1 Euro, oder gibt es wirklich, habe ich schon im 1-Euro-Laden gesehen, und es gibt einen Rubel für mehrere 100 Euro. Und ich wette, nach oben ist da keine Grenze gesetzt, aber das muss jeder selber wissen. Und da gibt es, glaube ich, auch kein richtig und falsch. Das ist meine Meinung. So, einmal quer, also richtig gegen den Strich tritt der Durchgang, dass jetzt Königsdisziplin ganz kurzes Bad haben. Was wirklich witzig ist, jetzt fühlt die sich am sanftesten an, die Klinge. Vielleicht musste die sich wirklich ein bisschen eingrooven. Ganz sanft. Ah, wo ich auch nochmal eine Antwort drauf geben wollte. Ich bin in der Facebook-Gruppe, ich bin in ein paar Facebook-Gruppen, da wurde immer gesagt, in meinen Videos wäre immer alles super sanft und super smooth. Das wäre so ein Charakterzug von meinen Videos und von mir. Ein Stück weit ist das schon so, aber ich muss wirklich sagen, ich habe eigentlich nur sanfte Rasuren und ich stehe auch auf die. Also bei mir muss eine Rasur soft und smooth sein, es muss gut durchgehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich reiß und da geht irgendwas nicht und es fühlt sich schlecht an, das ist für mich keine Rasur. Also insofern, ich habe auch bis jetzt viele Stück gehabt, was zu 99% immer super Rasuren waren, aber das ist nicht auch, deswegen stehe ich auch so ein bisschen auf dem geschlossenen Kamm, wenn es so direkt ist und wenn ich so ein bisschen in Anführungszeichen über Angst habe, schneide mich gleich, das ist für mich keine Entspannung. Es muss super gründlich sein, ich stehe auf ganz glatt, ganz ordentlich, aber es muss sanft sein, das ist aber auch, das ist nur meine Haltung. So, es wird wieder smooth. So, wir haben es geschafft. Was ich wirklich witzig fand, dass der letzte Durchgang, also jetzt war die Klinge wirklich mild in Anführungszeichen, nicht ganz so wie eine milde, aber die wurde mit jedem Durchgang besser. Vielleicht war wirklich so ein Grat drauf oder irgendwas im kleinsten Bereich und dass die sich jetzt eingeschnitten hat oder einrasiert hat. Hier unten habe ich eine ganz kleine Haut, es war ein Pickelchen weggemacht, aber der ist gleich weg. Also jetzt einmal das Gesicht mit kaltem Wasser abspülen, dann kommt das Aftershave.
Was schön ist mittlerweile, es ist ja relativ warm draußen in der Nähe von Frankfurt. Es ist kalte Wasser angenehm. Hingegen, wenn es so ein bisschen Winter ist und draußen dann so, weiß ich auch nicht, Frost ist und dann ist kalte Wasser, dann ist das kalte Wasser schon so ein bisschen eine Herausforderung, aber kein Problem. So, wie sieht die Haut aus? Ich würde sagen, perfekt. Also die Haut fühlt sich wirklich toll an. Ich habe kein Brennen, kein Ziepen, kein gar nichts. So muss das sein. Also wirklich toll. Und hier unten auch wegen diesem kleinen Ding da unten, da kommt keine Laune und nichts drauf. Das ist gleich zu. Es kommt jetzt hinterher. Es gibt zum Abschluss nur Aftershave. Davidoff Cool Water. Tolles Zeug. Das kommt hinterher und dann sind wir schon durch. Das war zu viel. Naja. Brennt aber. Der Geruch ist toll. Also was mache ich, wenn es zu viel ist? Ich schmier mir die Arme ein, den Hals. Also es riecht ja alles toll. Also man muss natürlich wie immer auf den Geruch stehen. Dann ist er toll. Natürlich jeder, der sagt, das ist nichts für mich. Dann ist es nichts. So, wir haben es geschafft. Die Haut ist jetzt nur leicht gerötet vom Alkohol. Das ist gleich weg, aber... das wurde ich auch schon gefragt, in welcher Reihenfolge, weil manchmal nehme ich ja auch oder oftmals nehme ich ja Rasierwasser und Balsam hinterher, ob das überhaupt die richtige Reihenfolge ist und ob man das überhaupt kombinieren darf. Naja, was heißt denn darf? Man darf ja, glaube ich, alles machen. Weshalb mache ich das? Ich finde direkt hinter der Rasur, das ist mein Gedankengang, kommt Alkohol hinterher, riecht toll, dann werden die Wunden, die Schnittverletzungen durch den Alkohol desinfiziert, da ist nichts mehr, was sich irgendwie entzünden kann oder irgendwas. Wenn das verflogen ist, das wäre jetzt vielleicht in ein paar Sekunden hier so oder nach einer halben Minute, dann kommt der Balsam hinterher, um der Haut Feuchtigkeit zu geben. Das ist immer so meine Logik, weil manche sagen auch, das ist auch okay dann. Sie machen erst den Balsam, dass die Haut geschont wird. Am Ende kommt das Aftershave für den Geruch. Aber da gibt es auch keinen Katalog und kein richtig und falsch. Und man sagt, man muss von 1 bis 5 durchstarten und dann hat man es gepackt. Also hier ist es egal, ob von 1 bis 5 oder 5 bis 1. Jeder, wie er es am besten verträgt und wischte. Gut, wir haben es geschafft. Wie immer, ich würde alle Produkte nochmal durchgehen und dann haben wir es wirklich... Also, ich fange beim Rasierer an, der liegt gerade hier. Und Nat & Jagger 316, ein tolles Teil. Den kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Wer die paar Euro, in Anführungszeichen, mehr ausgeben will, hat dafür ein tolles, wertiges Produkt, wo man bestimmt lange Jahre, wenn ich nicht sogar behaupten würde, wenn man nicht kaputt macht, ein Leben lang was davon hat. Das ist ein Stück hier Metall. Was soll da kaputt gehen? Also, wenn oben das Gewinde nicht kaputt geht, ist das ja quasi unzerstörbar. Kommen immer andere Klingen rein und wirklich toll. Also Kreuzgerinde, der Griff liegt toll in der Hand, der rutscht niemals weg. Und also ich finde ein Bild hübsch. Tolles Teil. Was war denn da drin? Rapiererklinge. Rapierer. Was soll ich dazu sagen? Der erste Durchgang, ich habe gedacht, boah, die Klinge ist stumpf. Quer zum Strich, da wurde es besser. Und ganz gegen den Strich, da war so angenehm. Vielleicht hat die Klinge, ich müsste ihr vielleicht eine zweite Chance geben. Also ich lasse die jetzt einfach mal in den Hobel drin, werde die beim nächsten Mal nochmal testen und vielleicht hat sie sich schon eingekrooft und wird besser. Aber würde ich eher so für mich persönlich ins Mittelfeld schieben und das ist jetzt nichts, wo ich eine 100er Packung brauche. Was haben wir sonst gehabt? Hier unten, weil er hier gerade steht, hier der Rockwell Pinsel, kleines, cooles, synthetisches Teil, für mich absolut geil. Also der, wer auf synthetische Pinsel steht, dann noch auf kleine, war jetzt hier als Beifang dabei, in dem, also was heißt als Beifang, war in so einem Set mit dabei, hat nur ein paar Euro mehr gekostet und hat mich da wirklich gefreut, dass er so gut ist und ich tue ihn wirklich auch oft verwenden. Also tolles Teil hier, ein Rockwell Pinsel. Der Rockwell Pinsel steht in meinem Erbetitel, den gibt es glaube ich in jeder Müller Drogerie, ist halt eine Tasse, kann man jede andere Tasse nehmen. Ich finde toll, dass dieser Knauf außen ist, da halte ich den Titel immer so, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Was hat man sonst gehabt? Wo ich wirklich sehr zufrieden bin, ist der Nivea Men Body Shaving Stick. Also ich habe wirklich, was ich wirklich unterschreiben kann, null Irritation. Ich hatte ihn ja auch davor schon angewendet. Finde ich super praktisch. Kann man jetzt hier abspülen, kann Deckel wieder draufdrehen, kann den auch mitnehmen, wenn man irgendwo hinfährt. Kann auch, wenn ich den Körper rasieren will, unter der Dusche draufschmieren, einreiben. Hat einen super Schaum. Also ich finde den wirklich klasse. Daumen hoch. So, zum Abschluss, was haben wir sonst noch gehabt? Ich muss gerade mal zuschrauben.
Hier von Davidoff, Coolwater, das Aftershave. Wie gesagt, ich habe auch andere Produkte. Ich finde den Geruch toll. Also hier kann man nicht über Eigenschaften berichten. Das ist halt Alkohol. Und da ist noch Geruch drin. Oder der Alkohol, das Rasierwasser riecht nach irgendwas. Wenn einem der Geruch gefällt und man mit dem Brennen vom Aftershave klarkommt, man auf dieses klare Hautgefühl steht, dann hier super Zeug. Also ich finde es toll. So soll es gewesen sein. Wir sind durch. Ich glaub, wir hatten alle Produkte. Jetzt habe ich was im Auge. Ein Haar im Auge. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Also heute ist Mittwoch. Ich habe das schon gesagt. Ich produziere vor für Sonntag. Ich habe auf meinem Kanal ein neues Banner drauf. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden damit. Nicht irritieren lassen. Da steht drauf, jeden Sonntag ein Video um 9. Da sollte eigentlich 7 Uhr hin. Wobei es eigentlich, glaube ich, egal ist, ob das jetzt um 7 oder um 9 kommt. Ich versuche immer Sonntagmorgen 7 Uhr anzupeilen, sofern ich nicht im Urlaub bin. Das klappt mal nicht, aber in aller Regel sollte sonntags um 7 Uhr ein neues Video da sein. Das wollte ich kurz dazu noch berichten. So, das ist jetzt aber wirklich, also wie gesagt, wir sind jetzt ein paar Tage wieder weg. Ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt fit, werdet fit, habt immer gute Zeiten, habt immer eine gute Rasur und macht's gut. Ciao.